Frau Kaltenborn, bis jetzt ist die Saison, ich sage mal, durchzogen. Leider gab es noch keine Punkte. Schlafen Sie noch gut? Ja, es kommt ab und zu vor, dass ich vielleicht nicht so gut schlafe. Das liegt aber nicht daran, dass wir jetzt keine Punkte haben, sondern dass wir natürlich erst einmal dafür sorgen müssen, dass das Team auf stabile Beine gestellt wird und so wir eigentlich dann nach vorne angreifen können. Trotzdem, wie gelingt es Ihnen immer wieder nach den Wochenenden die Truppe wieder zu motivieren? Das ist in der Tat nicht einfach, denn wenn Sie sehen, oft hat die Mannschaft vor allem zu Hause sehr gute Arbeit geleistet und dann passiert halt etwas am Rennen, was nicht in der eigenen Kontrolle ist. Und das ist eine sehr frustrierende Situation, denn wir wissen, dass unser Auto nicht so schlecht ist, wie es jetzt aussieht angesichts der punktelosen Situation. Und ich glaube, dass wir da eine sehr gute Mannschaft haben, die schon viel erlebt hat. Wir haben nicht viel Fluktuation und Hut ab vor den Leuten, dass sie da immer noch so motiviert sind. Wie zufrieden sind Sie mit der jetzigen Fahrersituation? Da können wir nicht zufrieden sein, denn wir haben halt leider auch Chancen, wo wir auf sichere Punkte aus waren, eben nicht nutzen können. Nur es bringt jetzt auch nichts zu sagen, es sind jetzt nur die Fahrer oder ist es nur das Auto. Man muss immer das Gesamtpaket betrachten und da gibt es sicherlich einigen Optimierungsbedarf. Und trotzdem fällt auf, für die kleineren Teams ist es noch schwieriger geworden. Der Abstand zur Spitze ist im Moment sehr groß. Woran liegt das? Ich glaube, Sie müssen aufpassen, wenn Sie die diesjährige Saison ansehen. Die ist nicht gerade typisch für die Formel 1, denn wir haben von der letzten Saison auf diese die größte Regeländerung in der Formel 1. Nicht nur auf Chassisseite, sondern vor allem auf der Antriebsseite. Und alle haben gesehen, dass der Antriebsstrang eine sehr wichtige Rolle spielt. Zumal es einen gibt, der den anderen beiden haushoch überlegen ist. Hier müssen wir aufholen und da muss eben das gesamte Paket schimmern. Wir haben halt nun mal jetzt nicht den, der der Stärkste ist im Moment. Und da sieht man die großen Unterschiede. Ich glaube, wenn wir alle jetzt diesen Antriebsstrang enden, würde das ein bisschen anders aussehen. Sie wirken ungebrochen optimistisch. Das heißt, Sie planen wahrscheinlich jetzt bereits die nächste Saison, oder? Ja, wir haben jetzt noch ein paar Herausforderungen für die Saison. Und dann sind wir natürlich schon in der nächsten Saison. Aber ich glaube, man muss erstens mal optimistisch sein, denn wir haben ein sehr gutes Team, auf das wir uns verlassen können. Wir haben eine tolle Infrastruktur. Es ist uns klar, dass wir beschränkte Mittel haben, nur die gilt es zu finden und da werden wir uns sicherlich anstrengen. Natürlich, im Sport entscheidet das Geld mit, in der Formel 1 sowieso. Wie schwierig oder wie wichtig ist die Suche nach Sponsoren? Die ist extrem wichtig, denn Sie haben nebst den Einnahmen von Herrn Ecclestone, also die FOM-Gelder, als zweite große Einnahmequelle Sponsoren. Und man weiß auch, dass wenn es der Wirtschaft generell nicht so gut geht, die Sponsorenbudgets die ersten sind, die gestrichen werden. Das heißt, es ist eine sehr große Herausforderung heute, Sponsoren zu gewinnen. Das ist übrigens auch oft nicht besser, wenn man eine bessere Performance hat. Nur ist es ein bisschen leichter, die dann zu gewinnen. Aber da sind wir dran und ich hoffe, dass wir da auch etwas verkünden können. Muss denn heute einem Sponsor mehr geboten werden, wie das noch vor Jahren der Fall war? Ich weiß nicht, ob es wirklich darum geht, mehr zu bieten, denn die Formel 1 hat sich ja per se auch sehr verändert und dadurch hat man auch Zugang zu viel mehr. Ich meine, schauen Sie sich die Reichweite an. Wir erreichen fast 2 Milliarden Zuschauer im Jahr, das ist schon sehr viel. Also da merkt auch ein Sponsor, was er wirklich an Rechten hat. Ich glaube, wichtig ist, ihn davon zu überzeugen, dass die Plattform immer noch eine der weltbesten Plattformen ist und wie man vor allem diese Mischung von Emotionen, von Sport, aber auch von Technologie für sich nutzen kann. Wie gehen denn Sponsoren jetzt mit der Situation um, wo sportlich nicht so läuft? Natürlich wären sie erfreuter, sage ich mal, wenn wir mehr Punkte hätten. Also sie haben sich viel mehr gefreut 2012, als wir die Podiumsplätze hätten. Nur das gehört nun mal zu einer Partnerschaft dazu. Man hat mal gute Jahre, mal schlechte Jahre und durch die kommt man dann auch hinweg. Sie hatten ja fast eine Frau im Cockpit mit Simona De Silvestro. Das wäre die erste Frau gewesen in der Formel 1. Hätte das jetzt zum Beispiel geholfen, Sponsoren zu holen? Oder sagen Sie, nein, wir brauchen Fahrer, die schnell sind? Da spielt das Geschlecht keine Rolle. Weshalb ist sie nicht mehr bei euch? Also grundsätzlich ist es so, dass das Geschlecht keine Rolle spielt. Natürlich ist es etwas Besonderes, wenn jemand mit einer Eigenschaft, jetzt nun das Geschlecht, zum ersten Mal so in die Formel 1 käme. Ich glaube, dass da auch Potenzial ist, denn der Markt ist dafür da und sie ist ja eine gute Fahrerin. Das Programm konnten wir leider nicht so fortsetzen, weil gewisse Verpflichtungen nicht eingehalten wurden. Wenn wir noch schnell nach vorne schauen, am Wochenende ist das nächste Rennen. Was nehmen Sie sich vor für die letzten 3 GPs, die noch kommen? Das ist relativ einfach von der Zielsetzung her, nämlich Punkte zu machen.
Dann wünschen wir alles Gute, viel Glück. Dankeschön. Danke.